Wir treffen den Rheinländer Max Kiefer auf einem Rheinschiff von Köln nach Düsseldorf. Der 23-Jährige ist einer von 5 deutschen Golfprofis, die kommendes Jahr auf der European Tour abschlagen. Für Max ist es dann bereits die 3. Saison in seiner noch jungen Profikarriere. Heimatgefühle. Ja, ich bin halt schon gerne zu Hause, weil es halt auch irgendwie, ja, es ist halt zu Hause. Und gerade ich bin ein Mensch, der halt auch gerne irgendwie die gewohnte Umgebung um sich, Familie, Freunde. Von daher freue ich mich immer, wenn ich nach Hause komme. Max Kiefer hatte seine erste Saison auf der European Tour mit Bravour bestanden. Bei der Open de España 2013 rammte er sogar an einem durchaus möglichen Turniersieg haarscharf vorbei. Fürs erste Jahr war es auf jeden Fall sehr positiv. War ein gutes Jahr, habe ich nicht mit gerechnet, dass ich halt direkt so schnell mir die Tourkarte absichere. Zum Schluss bin ich dann auch in 2 Turniere von der Final Series reingekommen. Das waren auch schon 2 sehr besondere Turniere, muss ich sagen. Und dann noch mit dem Abschluss, dem World Cup mit Marcel zusammen, da auch noch ganz, ganz, ganz gut gespielt. Also ja, da gab es nicht viel Grund, sich zu beschweren. Das zweite Jahr auf der Tour gilt dann aber gemeinhin als das schwerere. Ich glaube, was halt im ersten Jahr auf jeden Fall so ein bisschen hilft, ist halt die Euphorie, die man hat. Es ist halt alles neu. Man ist halt da, wo man immer hin wollte. Und halt diese Euphorie, dieser Spaß, den man dabei hat, das hilft auf jeden Fall auch gut zu spielen. Jetzt ist es halt ein bisschen mehr Alltag, aber jetzt weiß man auch, dass man da hingehört. Es hilft schon, wenn man die Plätze und auch die Orte kennt, wo man weiß, wo man gut essen geht abends, welches Hotel man bucht und wie man den Platz spielt. Das hilft schon, denke ich, jetzt im zweiten Jahr. Derweil geht es weiter rein aufwärts, in der aktuellen Weltrangliste für Max leider aber ein bisschen abwärts. Aktuell wird er auf Position 311 geführt und doch ist die absolute Weltspitze gar nicht so weit weg. Ja, ich glaube nicht so weit weg. Ich glaube gerade im Golf, gut, Tiger Woods hat es über Jahre dominiert, aber in den letzten Jahren hat man schon gesehen, dass halt die Leistungsdichte so unglaublich eng ist. Es ist halt wirklich diese, Spieler, die man gar nicht so kennt, auch mal einen Major gewinnen. Also ich glaube so, vom Spielerischen her ist es nicht so viel. Was halt so ein bisschen fehlt, ist glaube ich die Konstanz und das kurze Spiel, diese Fähigkeit halt wirklich, auch wenn man einen schlechten Tag hat, trotzdem den Ball ein gutes Loch zu kriegen und irgendwie hässlich dann 2-3 unterzuspielen. Wer hätte das gedacht? Am kurzen Spiel kann man sogar auf einem Rheinschiff feilen. Und Max Kiefer stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass er bereit ist, auch diese Herausforderung zu meistern. Im Vorfeld der BMW International Open, vor deren Jubiläumsturnier im letzten Jahr in Eichenried, hatten die Veranstalter einen Promotion-Event mitten im englischen Garten veranstaltet. Den hatte Max Kiefer sogar gegen starke internationale Konkurrenz gewonnen. Doch der Spaß stand für die Spieler wie Zuschauer natürlich da im Vordergrund. Ich glaube, gerade im englischen Garten zu spielen, das war halt eine Möglichkeit, die man auch nicht, am anderen Tag nicht hat. Und dann natürlich den Menschen, die den Golfsport nicht so kennen, dass sie ein bisschen das gesehen haben, war cool. Und es ist sowieso, macht sowieso Spaß, mal auch in seiner eigenen Sportart was anderes zu machen. Nicht immer nur die normalen 4 Runden Zeltspiel, sondern irgendwelche Schläge, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Klar, da kommt so ein bisschen das Kind in einem hoch, das macht immer viel Spaß. Unsere kleine Rheinfahrt neigt sich langsam dem Ende entgegen. Na klar, da kommen beim Düsseldorfer heimatliche Gefühle auf. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir gleich in Düsseldorf reinfahren, der Fernsehturm, wenn man die Altstadt sieht, sind auf jeden Fall heimatliche Gefühle dabei. Egal wo ich bin, ich schwärme auch immer von meiner Heimat Düsseldorf. Finde ich, ist schon eine coole Stadt. Ob es jetzt daran liegt, dass es super ist, oder ob es daran liegt, dass ich daher komme, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich bin schon gerne da. Noch rasch 1-2 letzte Pitches vor illustrer Kulisse. Wenig später sind wir dann auch schon am Zielhafen in Düsseldorf angekommen. Max Kiefer hat sich auf der European Tour voll etabliert. Jetzt gilt es im nächsten Jahr, den nächsten Schritt zu machen. Die Schonfrist ist dann abgelaufen. Das weiß der sympathische junge Mann aus Düsseldorf selbst am allerbesten. Sein eigener Anspruch ist es, mehr Cuts zu machen und zumindest bei dem ein oder anderen Turnier um den Sieg mitzuspielen. Das Potenzial dazu, das hat er zweifellos.